irgendjemand hat das Ding aufgepumpt, als wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 180 Kilo wiegen würde. Spitze, Hauptsache ihr habt Spaß, aber echt. Ich hab's auch. Super hier, ganz großartig. 18% zum Tagesausgang, das ist schon nochmal ganz schön fies. Und die da, die haben sich's ausgedacht. Nämlich meine Mountainbike-Tour durchs Erzgebirge. Heute steht sie an, die Blockline im Erzgebirge. Und wir fahren natürlich gleich mal den längsten Loop, den Loop 2. Ob ich das schaffe, ob ich das in den Beinen habe oder ob ich mich von diesem illustren Trüppchen ins Ziel schleppen lassen muss, das erfahrt ihr bei Hashtag hinreisend. So, ich fahr schon mal los. Ich meine, kommt ihr mal mit oder muss ich das alleine machen? Die Blockline, das sind 140 Kilometer durchs Erzgebirge. Die kann man im Ganzen machen. Muss man aber nicht. Besser, man nimmt sich die drei Loops vor und auch da kann man immer wieder abkürzen. Einfach immer den gelben Schildern nach. Da war er. Einmal nicht aufgepasst, schlägt die Wurzel zu. Nichts passiert, Kamera holen. Ah, guck mal, wenn du dich mal rumdrehst, da hinten kommt schon der Krankenwagen und sammelt mich ein. Nein, Spaß. Nichts passiert. Darfst du weiterfahren? Irgendwie hatte ich gehofft, wir fahren nicht immer nur berghoch. Ich hoffe, das ändert sich noch. Wahrscheinlich nicht. Didi hat schließlich was von einem 8000er gesagt. Was ist er denn, der Drachenkopf? Drachenkopf ist einer der 14 8000er im Osterzgebirge. Bedeutet 8000 Dezimeter, also er ist über 800 Meter hoch. Und guck mal, die hier Maschine, die macht schon wieder schön vorne weg Meter. Wie oft in der Woche bist du so trainieren? Eigentlich jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Kilometer 15, Gimlitztal. Hier gibt's ein paar schöne alte Mühlen. Die Hellingmühle im Gimlitztal, das ist eine von zwei noch funktionierenden Mühlen, die es hier gibt im Gimlitztal. Insgesamt hat es mal 23 gegeben. Und es ist eine Holzsägemühle. Und der Mühlenbesitzer auf Privatinitiative, der baut immer hier so eine Selbstbedienungsgetränkestation auf. Also für durstige Kehlen ist hier gesorgt. Wir sind bis jetzt relativ viel Asphalt gefahren, ein bisschen Schotter. Ja. Gibt es Blockline auch noch irgendwas jetzt, Kleineres, Schmuckeres? Jetzt kommen wir gleich an ein Stück hier, da geht es mal ein Stück bergab, da müssen wir den Lenker ordentlich festhalten. Und dann fahren wir im Gimlitztal weiter, eigentlich schon mehr ein Trail, aber gut fahrbar. Also man kann mit allen Bikes fahren, außer mit dem Rennrad, würde ich es halt nie machen. Aber es ist ein Trail in die Natur und dann geht es mal wieder schön berghoch und dann sind wir schon fast in Frauenstein. Herrlich. Ich freue mich auf so ein bisschen was Technisches, weil ich dazu neige, wenn ich unterfordert bin, einfach Scheiße zu bauen. Wie man sieht. Meine Mitfahrer sind alles ziemlich gut trainierte Biker. Ach was, Maschinen. Aber die Blockline ist unbedingt auch was für Familien mit Kindern. Immer mal wieder gibt's für die Kids was zu erleben. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir hier im Gimlitztal im grünen Klassenzimmer. Grünes Klassenzimmer? Klassenzimmer. Hier gibt es halt viel über Natur zu erfahren. Und noch ein Stück weiter gibt es noch ein silbernes Klassenzimmer. Da gibt es dann Bergbautradition zum Anschauen und zum Lernen. Da kommen also Klassen, Schulen her und haben dann hier schönen Unterricht draußen in der freien Natur. Die regionalen Klassen kommen hierher und machen Lehre in der Natur. Wow! Stadtkinder, hört euch das an. Ab ins Grüne. Cool. Bis zum Städtchen Frauenstein sind es etliche Höhenmeter, aber die Wege sind alle gut fahrbar, auch für nicht ganz so Geübte. So, Didi, ab durchs Portal. Sag mal, Wahnsinn, bisher ganz großartig. Portal in eine neue Welt. Mal sehen, man da drüben, sieht ja echt, sieht aus wie aus dem Bilderbuch. Genau, das ist jetzt die Silbermannstadt Frauenstein, typisch die Burgruine zu sehen. Und die Blockline-Portale stehen in der Regel so aufgestellt, dass wenn man durchschaut, immer einen prägnanten Punkt von dem jeweiligen Ort auch sehen kann. Danke, ich bin bis hierher. Hat Spaß gemacht. Nach dem Mittagessen machst du bestimmt wieder welchen.
herrlich. Also die Kalorien vom Frühstück sind lange verbrannt. Jetzt gibt's Kaffee und Kuchen. Ich freue mich total. Didi, schöne Strecke und bis hierher. Vielen Dank. Haben wir uns verdient jetzt, okay, oder? Aber du musst mir mal erklären, was ist denn der Unterschied zwischen Dresdner und Freiburger Eierschnecke? Na, erklären kann das wohl der Bäcker am besten. Na, dann brauchen wir die Bäckerin. Wir bestellen einfach mal. Also der Unterschied bei der Freiburger und Dresdner Eierschnecke, bei der Dresdner ist eine Quarkmasse mit dabei. Und typisch für die Freiburger Eierschnecke ist, dass da Mandeln und Rosinen mit dabei sind. Also dann nehme ich eine halbe Freiburger und eine halbe Eierschnecke und der Kollege nimmt den Rest. Genau. Okay. Frisch gestärkt geht's weiter. Zwei Drittel der Strecke sind jetzt geschafft und mir wurde nun etwas Außergewöhnliches, Einzigartiges versprochen. Na, da klopfe ich doch mal auf Holz. Jetzt steht's nächste Highlight an. Lockhausen. Genau. Das ist eigentlich so, in der kompletten Strecke ist das genau die Halbzeit. Also auch immer gut mal, um Pause zu machen. Und aber nie bloß die Pause machen, sondern Blockhausen, Zaunsäger ist schon was ganz Extras. Mit vielen mit Kettensägen hergestellten Holzfiguren. Stichwort Holzfiguren. Die stehen auch entlang der Blockline überall an der Strecke. Und sie sind nicht nur zum schön Aussehen da. So, zack, da geht's los. Blockline, willkommen auf der Blockline. Ihr seid am Lux. Ja, da steht's, wunderbar. Kilometer 62 der Gesamtstrecke. Von hier aus sind es noch 11,2 Kilometer bis zum Etappenziel. Ist gar nicht mehr so weit. Halleluja, funktioniert also. Wenn ihr es auch mal machen wollt, ihr seid niemals lost. Erstens, es gibt erstaunlicherweise Handynetz. Toll. Und es gibt überall extra Informationen. Also selbst Navigationstrottel wie ich gehen hier nicht verloren. Großes Kino, haben die extra für mich gemacht. Schön. Au. Das war jetzt exakt noch nicht mit Blockhausen gemeint. Wird noch besser. Kilometer 32, Blockhausen. Ich war schon mal hier, aber es ist immer wieder anders. Jedes Jahr treffen sich hier zu Pfingsten die besten Kettensägenkünstler der Welt. Und die lassen ihre Kunstwerke dann natürlich hier. Also ich finde, mein Bizeps ist gut getroffen, aber mein Zahnarzt würde intervenieren. Und ich weiß auch nicht, ob das Ding als Fahrradhelm durchgeht. Wie oft seid ihr hier? Jeden Tag. Quatsch. Quatsch. Also dir glaube ich alles. Es ist so traumhaft hier, echt wunderschön. In Blockhausen steht der längste Tisch der Welt. 41 Meter aus einem Stück. Steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Didi! Hallo? Wie ist es denn eigentlich zu der Blockline-Idee gekommen? Oh, das ist schon eine lange Geschichte. Schon über 10 Jahre. Und eine private Idee in Holzhau. Wenn wir das Interview so weiterführen, dauert es 3 Stunden. Ich komme mal vor. Man scheitert heute vielmals an Genehmigungsverfahren. Und als private Initiative kann man das eigentlich gar nicht machen. Und da hat man irgendwann mal den Tourismusverband Erzgebirge mit ins Boot geholt. Und die Idee fanden die auch super. Kurz vorm Etappenziel in Mulda dann noch ein weiteres Highlight. Nach der ganzen Plackerei habe ich mir jetzt echt was verdient. Und zwar das hier. Arschbombe! Hervorragend. Also, Tipp nochmal an alle, die hier die Blockline mit dem Fahrrad fahren. Für Erfrischung ist gesorgt im Freibad in Mulda. Gibt einen Sprungturm, gibt Rutschen, gibt Liegewiesen, gibt lecker Eis. Also, fantastisch. Einziges Problem, man will vielleicht nicht wieder weg, so wie ich auch. Und deswegen habe ich mir für die Rücktour was anderes einfallen lassen als Fahrrad. Viel Zeit zum Planschen. Und dann? Rückfahrt mit dem Zug. Ah, wunderschön. Fahrradfahren macht echt Laune. Nach dem Baden ist Zugfahren aber auch nicht schlecht. Und was ich echt interessant finde, wer die Blockline fährt, der kann kostenlos sein Fahrrad hier wieder mit zurücknehmen lassen. Ja, wer Blockline fährt, kann kostenlos sein Fahrrad mit transportieren. Und wer in manchen Blockline-Inns unterkommt, der hat dann sogar auch noch kostenlos die Zugfahrt. Ja.
Wir kommen doch tatsächlich exakt daraus, wo wir heute früh gestartet sind. Aber das nenne ich mal wirklich eine gelungene Rundreise. So Leute, Tag 1, Blockline erfolgreich absolviert. Hat unglaublich Spaß gemacht. Fantastische Natur, tolle Leute, super viel kennengelernt und erlebt. Grandios. Und übrigens auch sehr, sehr viel Fitness abgespult. Morgen Tag 2 und ich fahre das allererste Mal mit einem E-Bike. Ich gebe zu, ich hätte mehr Lust, nochmal selber zu treten, aber ich probiere es aus. Mal sehen, wie es ist. Ja, und jetzt aber ist erstmal Schluss. Ich bin wirklich fertig. Diese Elektrobikes kann man sich überall an den Blockline-Ins ausleihen. Und da ist dann auch dafür gesorgt, dass die Dinger ordentlich geladen sind. Neuer Tag, Loop 3. Und diesmal auf einem Elektro-Mountainbike. Kurz E-Bike. Ich wollte es eigentlich gar nicht gut finden. Aber es macht unglaublich Laune. Es ist wirklich Wahnsinn. Also es ist trotzdem Fahrradfahren, das muss man auf alle Fälle sagen. Aber wenn man einen Berg hochfährt und urplötzlich nicht mehr mit der Zunge in die Kette kommt, das hat schon irgendwie echt was Feines. Und hier wieder, wie du mir ja schon mal gezeigt hast, der QR-Code, wo ich jederzeit weiß, wo bin ich. Jetzt bin ich bei der Eule. Also verfahren kann ich mich nicht. Aber ich habe gleich ein ganz anderes Problem. Jungs, stopp! Scheiß, Entschuldigung. Mist, Kette gerissen. Guck mal, hier, da war in Verbindung meiner Radlerwaden und diesem Motor das Kettenschloss nicht. Nee, das ist nicht mal ein Kettenschloss, das hat wirklich ein Glied aufgerobt. Alter, ey, was bin ich denn für ein Tier? Wahnsinn, oder? Und jetzt, hat irgendjemand einen Kettennieter mit? Ich natürlich nicht. Aber mein Mechaniker-Team schon. Kettennieter, boah, ist ja wohl das Mindeste. Da kann ich ganz entspannt abwarten, bis die fertig sind. Das ist echt Luxus, ne? Ein Mechanikerteam, drei Leute, die sich um das Fahrrad kümmern. Und der Einzige, der am Ende saubere Hände hat, ist der Fahrer. Unser Kameramann. Dramaturgisch ist das grandios, genauso wie auf die Fresse fliegen. Fetzt auch. Ein dreifaches Hoch auf mein Service-Team. Es geht wieder. Ja! Aber zu früh gefreut. Nachdem wir jetzt das dritte Mal Kette gepflegt haben und bei der ersten Steigung wieder alles kaputt ist, müssen wir jetzt mal gucken. Runterrollen erstmal ohne Kette. Und dann gucken wir, wo wir eine neue herkriegen. So, für alle, für die EMTB irgendwie zu langweilig ist, es geht natürlich auch mit freundlichen Mitfahrern. Ne? Wenn der Akku alle ist oder die Kette kaputt, dann brauchst du jemanden, der dich mag und einen Berg hochschleift. Jungs, hier! Kilometer 35, ich erreiche Neuhausen mit fremder Muskelkraft. Jungs, ihr seid großartig. Und der ist einfach groß. Na, das ist was. Aber für so einen Nussknacker braucht man auch entsprechend große Nüsse. Da steht's, erstes Nussknackermuseum Europas. Auch Empfehlung und auch direkt neben der Blockline. Ein Höhepunkt nach dem anderen. Und wir sind noch lange nicht durch. So, Schiebeteam und bitte. Ach, läuft wie geschmiert. Wir sind jetzt in Seifen. Die Jungs versuchen gerade, mein Fahrrad wieder fit zu kriegen. Und in Seifen kann man mehr machen als nur Holzschnitzkunst. Man kann zum Beispiel Action auf der Sommerrodelbahn erleben. Und das mache ich jetzt. Meter, 15 Kurven, Sommer, Sonnen, super Spaß für große und kleine Mountainbiker und Rinnenrodler. Herrlich! Action vom Feinsten, Seifner Sommerrodelbahn, nur zu empfehlen! Du hast zu, aber es gibt ja Türklinken. So einfach geht das.
Wow, ey, guck mal hier runter, das ist ja echt Wahnsinn. Die letzten Kilometer zum Ziel und unser Jüngster hat noch Reserven. Wir sind in 2 Tagen gut 150 Kilometer Blockline gefahren, 2400 Höhenmeter hoch und runter, aber immer auf Wegen, die auch für Normalsterbliche gut zu schaffen sind. Und hier ist sie. Unsere Truppe Radfahrer und das Fernsehteam, das alles organisiert und die schönen Bilder gemacht hat. Danke. Ey Leute, was für 2 tolle Tage, da fliegt der echte Helm weg. Aber ich bin gestern Fahrrad gefahren, heute E-Mountainbike gefahren und ich kann euch keine klare Empfehlung geben, was ist besser. Also es hat beides seinen Reiz. Eine klare Empfehlung kann ich aber geben für Erzgebirge, für Blockline. Kommt her mit Familie, probiert es selber aus und apropos Familie, mit euch bin ich heute echt Familie geworden. Vielen lieben Dank für diesen fantastischen Tag. War großartig. Ihr wisst ja, was ich jetzt habe. Durst, Abflug, Ende im Gelände. So. Ach so, eins noch. Wenn ihr mehr Lust habt auf Abenteuer in Mitteldeutschland, dann klickt doch mal hier oder hier. Und jetzt Feierabend!